Gäste, liebe Clubmitglieder. Hola. Hola, hola, hola. Ich bin wieder heute für Christoph da. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo zusammen. Ja, Bitcoin sehe ich gerade. 36.747. Ja. Geht wieder bergauf. Geht wieder bergauf. Geht wieder bergauf, genau. Absolut. Ähnlich tatsächlich auch bei den Aktienmärkten. Und das soll heute auch ein bisschen das Thema mal sein. Wir sprechen, wie ich ja angekündigt habe, heute mal über die größte Bank der Welt, JP Morgan. Und wir werden so einen kleinen Bogen spannen, so ein bisschen, wo JP Morgan eigentlich hergekommen ist und eine ganz spannende Geschichte uns dazu ansehen und danach ein bisschen drüber schwenken tatsächlich in natürlich die Aktie, wie viel Geld hat die Aktie verdient in, oder gemacht, wie viel Rendite hat die Aktie gemacht, aber auch wie viel Geld hat das Unternehmen verdient. Das wird heute Programm sein und Carlos, wir starten, glaube ich, direkt rein. Sehr gut. Ich habe leider Gottes, ich habe gerade erzählt, ich habe nicht meine Manschettenknöpfe ausgezogen, aber das ist auch nicht mehr up to date bei JP Morgan, glaube ich. Die sind, oder? Wer weiß, wer weiß. Kein 80er-Jahre-Schick mehr. Wir gehen aber noch ein bisschen weiter zurück, nicht nur in die 80er, sondern ja, in das Jahr 18 oder in das 18. Jahrhundert, kann man so sagen. Und zwar in die ersten Anfänge tatsächlich von JP Morgan. Und diese schöne Bank, die hier zu sehen ist, ist nicht der Anfang von JP Morgan, muss man so sagen, sondern kommt aus einer etwas späteren Zeit. Allerdings symbolisiert es ganz gut, in welcher Zeit dieses Unternehmen so entstanden ist. Und zwar waren die Anfänge des Bankenwesens, insbesondere in den USA, sehr stark in New York präsent. New York so als Keimzelle eigentlich, ja, der Vereinigten Staaten, aber tatsächlich auch so des Bankenwesens in den USA. Und dort waren Banken tatsächlich aber sehr zentralisiert. Also es gab eigentlich ein Bankenmonopol. Und dieses Bankenmonopol hing sehr, sehr stark mit der New Yorker Stadtverwaltung zusammen. Aber 1799 gab es ja ein Problem, nämlich in diesem neu entstandenen Amerika, in den neuen Staaten. Herausforderung. War es so, dass ja, die Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser versorgt werden musste. Und dazu hat man angefangen, ja, Institutionen zu gründen. Und diese Institutionen hatten aber in ihren, ja, man kann sagen, Satzungen stehen, hey, Gewinnüberschüsse dürfen wir in Bankentätigkeiten stecken. Und so ist es eigentlich entstanden, dass die ersten Kaufleute angefangen haben, über die damaligen Manhattan Companies ja, Banken zu gründen, ein bisschen unterschwellig zu gründen, aber Banken ja, zu etablieren und damit so ein bisschen dieses Bankenmonopol auch anzugreifen. Und das Ganze ist so ein bisschen darin gemündet, und das sehen wir hier ganz gut, dass es ein Duell gab, und zwar zwischen Aaron Burr und Alexander Hamilton. Und die beiden, ja, kann man so sagen, sind jetzt nicht direkte Vorgänger von JP Morgan oder von dem generell Großbanken, die es heute gibt. Allerdings hat Alexander Hamilton die Bank of New York gegründet, 1784. Und okay. Er war einer derjenigen, der dieses Bankensystem sehr, sehr stark mit geprägt hat. Und Alexander Hamilton ist aber in ein Duell geraten mit Aaron Burr. Und der war quasi amtierender Vizepräsident der Vereinigten Staaten, während Alexander Hamilton Finanzminister war. Also ihr seht so ein bisschen... Was für Zeiten. Ein bisschen Kampf gab es dort. Und genau, diese Zeiten zeigen ganz gut, natürlich gab es diese Hochhäuser, die New York hier symbolisieren, dort damals noch nicht. Allerdings ist es so, dass beide sich so ein bisschen in den Haaren hatten, was das generelle, die generellen Entwicklungen der Bankgeschäfte betrifft und auch wie Banken ja zukünftig walten sollen. Und das ist damit gemündet, dass Aaron Burr sich quasi angegriffen hat von Alexander Hamilton und hat ihn dann zu einem Duell herausgefordert. Und wer hat gewonnen? Es ist so passiert, also zumindest, wenn man sagen würde, wer ist gestorben, da kann man sagen, dass der Alexander Hamilton dabei umgekommen ist. Und zwar wurde er getroffen von Aaron Burr und ist danach im Krankenhaus in seinen Wunden verstorben. Ob er gewonnen hat in der Vergangenheit, ist ein bisschen schwieriger zu sagen, denn es war so, dass Hamilton zuerst geschossen hat, aber in die Luft geschossen hat angeblich und damit so ein bisschen gezeigt hat, dass er eigentlich nicht töten will und das Ganze friedlicher lösen möchte. Oh, wow. Und der Aaron Burr hat aber geschossen, hat ihn quasi getroffen. Danach war seine Karriere auch so ein bisschen ruiniert. Er war so ein bisschen als Mörder gebrandmarkt, kann man sagen. Und ja, das ist so ein bisschen die Geschichte. Das klingt wie eine Netflix-Serie. Ja. Daher komme ich auch so ein bisschen.
Das ist aber halt, was daran wichtig war, ist, dass der Hamilton dadurch so eine Symbolkraft er hat bekommen hat, so ein bisschen. Und er war halt auch ein sehr starker Befürworter generell des Bankenwesens, des Finanzwesens und hat damit auch sehr stark diese Entwicklung geprägt. Und wir kommen mal zurück, wie gesagt, zu JP Morgan. Da war es aber tatsächlich so, dass halt 1799 auch damit dieser erste Startschuss gefallen ist. Ist aber erst richtig entstanden aus einer sehr, sehr starken Konsolidierung des Bankenwesens. Es gab dann viele, viele kleine Banken, die sind zu vielen großen Banken eigentlich zusammen konsolidiert worden. Und so richtig der Name JP Morgan oder Morgan wurde erst bekannt so in den 70er Jahren. In den 70er Jahren hat sich der Großvater quasi heute ja, so ein bisschen intensiver mit dem Bankengeschäft entwickelt. Er war sehr, sehr stark an der US-Regierung dran, hat sie immer wieder unterstützt dabei, auch die Wirtschaft anzukurbeln, Liquidität bereitzustellen. Und 1895 dann wirklich diese JP Morgan und Co. entstanden, war so ein bisschen auch diejenige, die das ganze Geldsystem damals stabilisiert haben. Es gab ja dann so eine kleine Panik beim Wechsel quasi in das 20. Jahrhundert rein. Und ja, er war immer wieder der sehr stark sich auch um Staatsanleihen gekümmert hat, sehr stark auch internationalisiert hat. Und 1913 ist er dann gestorben, tatsächlich auch nicht in den USA, sondern in Rom. Und ja, dann gab es diesen Wechsel und damit auch so einen großen neuen Schwung im JP Morgan. Und es wurde dann die JP Morgan und Co. gegründet und die ist dann auch an die Börse gegangen. Und hat seitdem eigentlich sehr, sehr stark weiter das Finanzsystem geprägt. Und in dieser Zeit, und das sieht man so ein bisschen, was auch diese Reiseschecks und so betrifft, es ist so gekommen, dass diese Großbanken zwar sich immer weiter konsolidiert haben, es aber sehr stark auch darum ging, internationalen Zahlungsverkehr zu fördern. Und einer der großen Macher in diesem Bereich war nämlich die Chase Bank, die Manhattan Chase Bank kann man so sagen, und die war nicht diejenige, die diese Reisechecks hier ausgegeben hat, aber sie waren diejenige, die angefangen haben, in den 50er, 60er Jahren sehr, sehr stark das Kreditkartengeschäft zu fördern und hat das sehr, sehr stark schon damals in Umlauf gebracht. Und wir kennen die Geschichten von Visa und Mastercard, was für große Institutionen das sind. Das ist alles so ein bisschen aus dieser Keimzelle entstanden. Was aber der Kern ist und warum ich das eigentlich erzähle, ist, dass JP Morgan und diese große Chase Bank sich am Ende zusammen getan haben und dadurch JP Morgan Chase und Co. entstanden ist. Und seitdem ist es eigentlich so die größte Bank, die es so gibt. Zwar auch immer mal wieder im Wandel gewesen, es gab dann auch noch mal weitere Konsolidierungen, es gab immer mal wieder neue Unternehmen, die auch wieder mit aufgenommen wurden. Man muss sehr, sehr stark sagen, dass es seitdem eigentlich so die Hausbank der Amerikaner ist und auch die Investmentbank der Amerikaner. Also während Chase sich sehr, sehr stark auf diesen Hausbankcharakter eigentlich verständigt hat, war der JP Morgan-Part der Part, der sich sehr, sehr stark mit diesem Investment beschäftigt hat. Und warum das so wichtig ist, ist, weil man in den letzten Jahren sehr, sehr stark gesehen hat, warum JP Morgan eigentlich so profitabel immer im Wandel war. Und zwar, das liegt einfach daran, dass man es geschafft hat, in so ein breit diversifiziertes Geschäftsmodell aufzubauen, das zum einen aus diesem großen Privatkundenstamm besteht, zum anderen aber auf diesem sehr, sehr profitablen Investmentgeschäft. Und es gibt immer wieder Jahre, da überwiegt das eine dem anderen. Und im Kern hat es aber gezeigt wirklich, dass JP Morgan sehr resilient ist. Und das ist so ein bisschen die kurze Geschichte, kann man so sagen, von JP Morgan, Chase und Co. Und es ist so ein bisschen der Kern des Ganzen, der ganzen Unternehmung und wie sie entstanden ist. Mittlerweile, wie gesagt, haben 66 Millionen Haushalte in den USA ein Konto bei JP Morgan und Co. Da erzählt das Unternehmen auch immer noch 75% aller Umsätze. 5 Millionen Kleinunternehmen sind bei dem Unternehmen. 80% aller S&P-Konzerne sind bei JP Morgan zumindest zum Teil untergebracht. Also man sieht, was das Ganze für eine Reichweite hat. Und die Bank hat mittlerweile auch einen Börsenwert von 416 Milliarden Dollar, einen Jahresumsatz von 130 Milliarden Dollar. Und ja, damit auch, wie gesagt, die größte Bank, zumindest Hast nach du im Kopf, was die Deutsche Marktkapitalisierung Bank, weltweit. das für einen Wert die hat, die Deutsche Bank? Deutlich weniger. Ich Ja. glaube, wir sind so bei 10, 15 Milliarden immer ungefähr, jetzt mal geraten. Also man sieht, das sind ganz, ganz andere Dimensionen, muss man so sagen. 4 Billionen Dollar werden verwaltet von der JP Morgan Bank. Und eigentlich hat man sich tatsächlich seit 2008 kontinuierlich positiv entwickelt. Also seit dieser großen Finanzkrise hat man sich sehr, sehr gut entwickelt. Und insbesondere hat man auch Dividenden gezahlt und immer wieder gesteigert. Und ihr wisst ja, wir sind im Dividendenmonat noch. Es geht alles rund ums Thema Dividende.
Dividende und Dividendenwachstum. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum wir uns JP Morgan heute mal ein bisschen genauer angucken wollen. Und auch mal so ein bisschen in den Vergleich zwischen diesen vier Großbanken eigentlich gucken wollen. Man sieht es hier nämlich, das sind jetzt erstmal eine gute Grafik von Wirecharts hier in dem Falle. Und man sieht ganz gut, wie sich die Banken entwickelt haben, jetzt mal seit Ende des letzten Jahres. Und man sieht ganz deutlich, wie trotz eigentlich in einem eher positiven Zinsumfeld, insbesondere JP Morgan die Bank ist, die sehr, sehr stark profitieren konnte, die gut gelaufen ist. Und das, obwohl der CEO gerne immer mal wieder sagt, ja, wir sollten alle ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil er sieht so ein bisschen Probleme im wirtschaftlichen Geschehen. Und viele haben das so interpretiert, dass man sagt, hey, JP Morgan kommt vielleicht unter Druck. War aber nicht so, man liefert weiter Rekordgewinne, kann man eigentlich so sagen, während viele andere Banken schwächeln und insbesondere auch viele Banken schwächeln, die sich sehr, sehr stark auf das M&A-Geschäft verlassen. Wir haben das bei Goldman Sachs gesehen und wenn wir mal kurz in die generellen Charts der Banken gucken, dann wird das nochmal ein bisschen deutlicher. Also wir sehen hier einmal den Chart wirklich von JP Morgan und wir sehen, ja, das, was ich gerade eben angesprochen habe, wie gut man sich eigentlich entwickelt hat in den letzten Jahren, rein was den Kurs betrifft. Natürlich hatte man auch hier wieder seine Dellen, aber man sieht, ja, man profitiert aktuell sehr, sehr stark vom neuen Zinsgeschäft. Man profitiert sehr, sehr stark, aber trotzdem noch von seinen Einnahmenbereichen. Und ich kann das mal gerne in den Vergleich setzen jetzt zu Goldman Sachs. Und da sieht man, dass auch diese Bank so ein diesen Schwung nach oben aktuell gerade nicht so stark geschafft hat und sich trotzdem natürlich auf gesunden Niveaus bewegt, aber man schafft es halt nicht, dieses Momentum, was man hier aufgebaut hat in den Jahren 2020, 2021 weiter beizubehalten, weil man halt ganz anders sich auf einen Kreis quasi der Geschäftstätigkeit beschränkt. Und das ist schon sehr interessant zu sehen, wie gesagt, auch im Vergleich mit anderen Banken. Karl, hat jetzt nochmal mit der Deutschen Bank angesprochen. Wenn man sich das mal angucken mag, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Aber man sieht hier ganz gut, dass die Deutsche Bank natürlich in den letzten Jahren immer einige Probleme hatte, aber auch nicht so richtig hier aus dem Quark kommt, genau. Also man sieht auch hier, hat man deutlichere Probleme und das ist halt etwas, was man relativ selten sieht, insbesondere im Bankengeschäft, dass jemand doch so resilient ist, weil es halt oftmals doch Banken gibt, die halt sehr fokussiert auf bestimmte Geschäftsbereiche sind. Wie gesagt, dementsprechend ein Blick auf JP Morgan und wir haben ja jetzt schon vieles erfahren, was man hier auch nochmal sieht, wie viel Kapital auch wirklich verdient wird von den Banken jetzt mit Lending, sagt man ja, also dann mit Kreditvergaben kann man so sagen. Man sieht ganz oben JP Morgan wieder an der Spitze, dann Bank of America, Citi, Wells Fargo. Also man sieht, das ist eigentlich auch ein Geschäftsmodell, was andere mitfahren, aber halt, wo sie dann doch wieder weniger stark sind. Und Ähnliches hat man tatsächlich in den letzten Jahren auch gesehen, wenn man sich das M&A-Geschäft anguckt. Also man hat einen Geschäftsbereich, der sehr, sehr stark im Wandel ist und so in vielen Zahlen auch oder Jahren profitiert. Was man hier ganz gut sieht, für alle, die gerne sich hier noch mehr auf den Value-Faktor von Unternehmen eigentlich fokussieren. Man sieht hier ganz gut unten das Tangible Book Value, also mehr oder weniger den Buchwert der Aktie, der kontinuierlich eigentlich weiter wächst, während der Kurs immer wieder mal nach oben und unten schwankt. Und das zeigt eigentlich wieder ganz gut, wie variabel Aktienkurse sind und wie sich eigentlich so ein innerer Buchwert trotzdem weiter positiv entwickeln kann. Und bei Banken ist Buchwert immer ein wichtiges Thema, weil es halt darum geht, ja, wie können Banken im Kern Geld verdienen, obwohl sie halt sich so viel Geld immer leihen müssen und dafür halt potenziell auch eine Vergütung in einer gewissen Form zahlen müssen. Wie gesagt, hier nochmal so ein bisschen im Vergleich zu sehen, wie JP Morgan aufgestellt ist. Wir haben einmal diesen großen Teil des Consumer Businesses und des Wholesale Businesses. Consumer Business ist so das klassische Konsumentenbanking. Natürlich aber auch Home Lending, also Kredite für alle möglichen Themen rund ums Thema Haus. Auch im Auto-Leasing-Geschäft ist man quasi unterwegs. Dann hat man dieses großen Bereich Corporate Investment Banking, wo es halt mehr um tatsächliche Investment Banking-Ansätze für Unternehmen geht. Es geht um M&A-Ansätze und wir haben halt das Commercial Banking und auch das Asset- und Wealth Management Business. Und da kann man sagen, dass dieser Teil immer tatsächlich der größte Teil ist, also Consumer und Community Banking macht ungefähr 55 Milliarden Dollar Umsatz. Man hat 5000 Filialen ungefähr.
indem man dort aktiv ist. Dann hat man den Corporate und Investment Banking Teil, dieser hier, das ist quasi der zweitgrößte, der ist aber fast ähnlich groß, also 48 Milliarden Dollar Umsatz macht man hier. Dann hat man hier den rechten Bereich, das Asset und Wealth Management, da bietet man klassischerweise halt vermögensverwaltende Lösungen an, verdient man auch gutes Geld mit 18 Milliarden und ja, dann gibt es noch diesen mittleren Bereich, der ja eine Ecke kleiner ist mit ungefähr 11,5 Milliarden. Und da geht es eigentlich darum, als Hausbank für kleinere Unternehmen so ein bisschen zu fungieren. Und wie verdient man dabei Geld? Auch das sieht man hier mal ganz gut im Vergleich. Jetzt mal aus dem Jahr 2021, aber man sieht das, was ich angesprochen habe, ganz gut. JP Morgan ist relativ breit aufgestellt, während der Kreis zum Beispiel, hier sieht man hier oben bei Goldman Sachs, deutlich segmentierter ist. Investment Banking ist hier ein großer Teilbereich, aber auch Investment Management, also man sieht so ein bisschen, das überschneidet sich zu teilen und hier ist man doch schon ja, deutlich breiter aufgestellt und das obwohl, muss man sagen, halt 2021 jetzt noch nicht die Zeit war, in dem man halt diese großen Zinserhöhungen hatte. Ja. Die gibt es erst jetzt und dementsprechend wächst auch dieser Lending- und Deposit-Bereich deutlich mehr ab. Und da sieht man auch, ja, das ist ein Bereich, der gar nicht so stark vertreten ist jetzt hier bei Goldman Sachs. Und nochmal so ein bisschen im Bereich von Bank of America beschrieben, auch die sind relativ breit aufgestellt, aber auch hier hat man natürlich so ein bisschen einen anderen Fokus einfach auf verschiedene Bereiche hier als Bankengeschäft. Wir werfen den Blick auf den Snapshot und ja, was man sieht ganz gut, es ist ein Riesenkonzern, kann man eigentlich so sagen. Guck mal gerade, genau, man sieht es hier oben jetzt mal ganz gut. Über die Umsätze, also rund 40 Milliarden Dollar Umsatz, wie gesagt, im letzten Quartal alleine und dabei 13,2 Milliarden Krass. Dollar Gewinn. Also es war eine Zeit lang und ich habe deswegen gerade eben darauf angesprochen, dass man fast mit jedem Gewinn einmal die Deutsche Bank aufkaufen könnte, rein zumindest auf die Marktkapitalisierung gerechnet. Also man sieht ziemlich deutlich, ja, was das eigentlich für ein profitables Unternehmen ist. Also wir haben eine 33-prozentige Profitmarge bei einer Bank. Das sind eigentlich Margen, die wir meistens halt nur so aus dem Softwaregeschäft kennen. Das sind ja auch Margen, die vor allem halt sehr, sehr konstant beigehalten werden können, weil man so flexibel ist. Aber man ist halt auch ein großes Unternehmen, also 308.000 Mitarbeiter, 2,83% Dividende. Und wir sehen es auch, dass die Dividende hier in diesem orangenen Graph schon einen deutlichen Faktor auch hat und in der Gesamtrendite des Aktienkurses. Wie gesagt, auch dieses Jahr trotz einiger Schwankungen und Prophezeiungen gut abgeschnitten. Wir hatten wieder gute letzte Quartalszahlen. Wir haben wieder gezeigt, wie profitabel man ist. Und das sieht man tatsächlich auch so ein bisschen in den Bewertungen. Also für eine Bank ist ein KGV von 11 jetzt nicht extrem hoch, aber jetzt auch nicht günstig. Und vor allem ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,4 zeigt eigentlich schon, dass man das Ganze natürlich auch für so einen gewissen Preis sich einkaufen muss. Zinswende, wie gesagt, gerade ein gutes Thema für die Bank. Man verdient damit sehr, sehr viel Geld und insbesondere auch damit sehr viel Geld, dass man aktuell scheinbar ganz gut ein Kreditportfolio managen kann. Also diese Vorstellungen, die man machen muss oder alles, was man quasi vorhalten muss, falls Kredite ausfallen, das hält sich aktuell deutlich geringer im Rahmen, als man denkt. Und diese Differenzen führen auch nochmal dazu, dass sich der Gewinn halt weiter erhöht. Natürlich gibt es aber auch hier immer mal wieder ein Haar in der Suppe. Also man sieht natürlich dadurch, dass man verschiedene Bereiche fokussiert ist, dass man in Summe es zwar schafft, immer mal wieder im ganzen Quartal auch Gewinne zu erzielen. Das sieht man ganz gut in diesem Bereich. Man sieht aber auch natürlich, dass sich das eine so ein bisschen gegen das andere aufhebt und man halt nicht so einen Pure Player hat, sondern wirklich einen Allrounder, kann man so sagen. Und das könnte man sagen, schränkt das Geschäft vielleicht in gewissen Bereichen mehr oder weniger ein. Aber wir müssen sagen, wir haben ordentliches Umsatzwachstum, wieder 20% plus gehabt, hohe Zinseinnahmen, auch das Consumer Banking läuft eigentlich weiter ganz gut. Also eigentlich im Kern kann man nicht so wirklich meckern, aber das Ganze ist, wie gesagt, auch gerne dann oftmals nicht so teuer. Ziemlich sehr teuer. Cool. Sehr cool. Ein kurzer Blick mal auf die Dividenden. Wir haben ja immer noch Dividendenmonat und man sieht hier auf der linken Skala einmal in blau die Dividenden, die JP Morgan gezahlt hat. Und man sieht hier ganz schön, wie über die Jahre wirklich die Dividenden weiter gesteigert wurden. Man sieht hier aber in diesem orangenen Chart, dass
diese Dividendensteigerung auch mal prozentual in sehr, sehr hohen Bereichen lag, aber aktuell ja wieder so ein Stück zurückgekommen sind. Luft nach oben. Genau, insbesondere wenn wir uns auf die Payout-Ratios und so ansehen. Ihr wisst ja, da wollen wir eigentlich gerne so unter 50% sehen. Wir haben hier sogar nur 33%, was ja quasi das den Gewinn betrifft. Aber wir sind auch relativ gut aufgestellt, was den Free Cashflow betrifft. Wir sehen hier aber, ja, das Dividendenwachstum im Durchschnitt liegt noch über 10 und über 11%. Aber im Bereich des CAGRs, ja, sind wir schon deutlich weiter unten. Also diese letzte Abschwächung hat sich so ein bisschen forciert. Was heißt das mit 10% durchschnittlich? Vielleicht für alle. Genau, also 10% durchschnittliches Wachstum bedeutet so viel wie ich im letzten 5 Jahren und in den letzten 10 Jahren hat JP Morgan es geschafft, die Dividende im Schnitt um 10% pro Jahr zu steigern. Und das ist eigentlich so eine Zielmarke, die wir gerne sehen wollen. Also hohe einstellige bzw. Mittlere bis niedrige zweistellige Dividendensteigerungsbeträge sind halt die Beträge, die sehr, sehr spannend sind, wenn man darauf fokussiert ist, dass man seine Dividende in den nächsten Jahren weiter steigern will. Also das heißt von $2 auf 2,20, die 10%. Genau. Also es gibt ja so zwei Taktiken, könnte man eigentlich sagen. Erst, entweder man sagt, hey, ich möchte Dividenden jetzt schon hohe Dividenden abschöpfen und sagen, ich hole mir einen hohen Dividendenzahler mit hohen prozentualen Dividenden rein und sage, ich möchte jetzt gerne schon 4-5% Dividende bekommen. Oder ich gehe halt auf genau diese Unternehmen, die Dividenden sehr, sehr stark gesteigert haben über die letzten Jahre und sage, okay, im aktuellen Status kriege ich hier vielleicht bei JP Morgan nur 2-2,5%, aber dadurch, dass sie es geschafft haben, die Dividenden so stark zu steigern und wenn die das in Zukunft auch weiter tun können, dann schaffe ich es darüber, halt in der Zukunft vielleicht viel höhere Dividenden zu erzielen als die aktuellen 5-6%, die aber deutlich weniger Dividendenwachstum haben. Und das ist eigentlich so ein Beispiel, wo das in der Vergangenheit sehr gut funktioniert hat. Hier muss man aber natürlich sagen, JP Morgan macht sehr viel Gewinn, hat in den letzten Jahren auch sehr, sehr stark gesteigert. Die Frage ist halt, ist das in Zukunft auch so möglich oder nicht? Bisher überraschen sie eher immer wieder mit positiven Sachen, aber im anderen Umschluss kennt man das so auch schon fast von JP Morgan und man erwartet es so ein bisschen. Und das sieht man auch so ein bisschen in den Pro- und Kontra-Sachen. Das heißt, zum einen ist man wirklich eine sehr westliche Bank, die sehr breit aufgestellt ist, eine Bank, die ein sehr diversifiziertes Geschäftsmodell hat, ein Kerngeschäft hat mit Kernkunden, die auch wirklich Kapital bei der Bank halten, mit dem man gut arbeiten kann. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch so ein paar Kontraargumente. Die sind so ein bisschen daher gezogen, dass man natürlich auch eine gewisse Verantwortung als Bank hat, wenn man so eine gewisse Größe hat. Das heißt, wenn man mal in eine Schieflage gerät, dann kann es tatsächlich natürlich gerne mal so ein bisschen auch rumoren, muss man so sagen. Und man sieht halt, dass viele der jüngeren Banken in der letzten Zeit halt ein paar Probleme hatten und insbesondere mit diesem neuen Zinsumfeld so ein paar Probleme hatten. Und da muss man natürlich als Bank auch so ein bisschen agieren. Hat JP Morgan auch getan. Aber dadurch steht man natürlich auch im sehr starken Fokus bei den Behörden, weil man halt so eine große gesamtwirtschaftliche Verantwortung auch hat. Ihr kennt das Spiel, ich starte einmal die Umfrage und ihr dürft gerne einmal abstimmen, ob wir JP Morgan bei uns mit in unser Market Roundup oder Aktien Roundup, besser gesagt Portfolio mit aufnehmen. Stimmt da gerne mal ab. Währenddessen werfen wir noch einen kurzen Blick auf das Depot mit den Titeln, die ihr hier entschlossen habt, dazu zu kaufen. Und ich kann sagen, auch dieses Depot ist jetzt nach den letzten Zinstagen mal wieder im Plus. Man sieht es hier unten, wir haben jetzt 0,66%, sind wir wieder im Plus. Also nachdem wir so ein bisschen unter Druck geraten sind, sind wir wieder ein bisschen nach oben gekommen. Ja, was war eigentlich so Neues, Erfreuliches? Wir haben ja letzte Woche Nike dazu gekauft, die sehr gut gelaufen sind in der letzten Zeit, muss man sagen. Mondelez war ein Thema. Novo Nordisk spreche ich immer wieder gerne an, weil wir so spannende Informationen dazu bekommen. Aber tatsächlich haben wir natürlich auch bei einigen Unternehmen, die immer noch den Kampf haben, BioNTech, die zwar überraschend einen Quartalsgewinn gemacht haben, aber jetzt dann doch wieder so ein bisschen die Frage im Raum steht, ja, wann kommt denn mal was Neues, was wieder weitere neue Umsätze herbeibringt. Es ist ein ähnliches Spiel zu Pfizer, nur ist man bei Pfizer halt ein bisschen breiter aufgestellt als Konzern. Also BioNTech hier unten so ein bisschen im Fokus. Ich sage aber immer wieder gerne, hier sind halt keine Dividenden abgetragen. Und umso älter das Portfolio wird, das wir ja natürlich führen, umso mehr Dividenden sind hier einfach nicht bei fokussiert. Insbesondere, wir sind jetzt im Dividendenmonat, das heißt, hier sind auch viele Dividendentitel wirklich dabei. Ich werde die zum Ende, wenn wir dieses Depot hier abschließen und wir haben noch ungefähr 16.000 auf der Bank, nochmal vorstellen. Und euch an den Stellen auch nochmal zeigen, okay, wo
würde eigentlich nochmal eine Dividende hier dazu kommen. Carlos, JP Morgan, was denkst du? Ich würde mir gerne dann mal den Chart dann anschauen und dann schauen, okay, klingt plausibel, wenn man einen Bankwert haben möchte, ja, und nicht auf die neue Generation so Neobroker setzt. Die haben mir übrigens schlechte Zahlen Die sind rausgebracht. echt profitabel, Die ja. sind nicht profitabel, schlechte Zahlen. Und ja, da würde ich sagen, würde ich eher auf Oldschool setzen und dann würde ich eher so einen Wal nehmen oder so einen dicken Player, aber vielleicht auf einen Rücksetzer Ja, man muss warten. tatsächlich sagen, Wir sind ja kurz davor wieder. die einzigen Banken, die tatsächlich so ein bisschen in das Segment fallen, die noch so eine Größe haben, sind die großen, eher staatlichen Banken aus China. Also das sind die einzigen Banken, die eigentlich so ein Volumen tragen können. Aber willst du das? Willst du in China Genau, investieren? abseits von den US-Banken gibt es, wie gesagt, gar nicht so viel. Wir haben gerade eben in Richtung ja, Deutsche Bank geguckt, die deutlich, deutlich kleiner ist als trotzdem relativ große Bank in Europa. Wir haben eigentlich noch so als größte Bank in Europa die HSBC, die natürlich auch sehr global vertreten ist. Kann ich auch gerne mal ganz kurz hier aufmachen, um mal so ein bisschen den Vergleich zu zeigen, die auch wieder Rekordergebnisse erzielt hat. Aber wir sehen, diese Bank befindet sich deutlich mehr in so einer In Seitwärtsphase. der Range. Und ist auch eine ganze Ecke kleiner, muss man sagen. Also fast ein Drittel nur der Marktkapitalisierung. Wir sind so ungefähr bei 140 Milliarden. Trotzdem, wie gesagt, die größte Bank Europas, wieder zuletzt mit eigentlich ganz positiven Quartalsergebnissen. Aber wenn man eine große Bank haben möchte, kommt man fast an diesen Big Four nicht vorbei. Und was Deswegen, sagst du als Banker? ich finde Also JP Morgan sowieso seit Jahren eigentlich sehr spannend, aber ich stimme dir so ein bisschen zu, in dem Sinne, dass man halt sagt, hey, das ist eine teure Bank. Da muss man mal wirklich genau reinschauen und das Ganze mal so ein bisschen in den Kontext setzen. Das werden wir heute Nachmittag übrigens tun. Wir werden unsere Bewertungsmodelle einfach anwenden auf JP Morgan. Auch das neue Bewertungsschema, was wir entwickelt haben für das Thema Dividendenwachstum, werden wir einmal anwenden auf JP Morgan und das Ganze mal so ein bisschen versuchen zu bewerten und zu gucken, ist die Bewertung des Unternehmens denn überhaupt gerechtfertigt und passt das Ganze zu dem aktuellen Kurs? also ich mache mal ein Riesenkompliment an alle, die jetzt an diesem Market Roundup, Aktien Roundup dran teilnehmen. Also ich fand das mit der Geschichte. Ich habe an deinen Lippen, Das ist sehr ich gut. habe sehr zugehört, weil geschichtlich habe ich mit JP Morgan mich nicht so auseinandergesetzt. Sehr spannend und ich hoffe, den Clubmitgliedern und Gästen hat es auch gut gefallen. Sie sind zumindest aktuell der Auffassung, JP Morgan sollte zumindest mal uns auf unserem Market Roundup Depot, in unser Market Roundup Depot aufgenommen werden. Ja, die Das sind in alle die so. Watchlist quasi rein und wir werden es. Nach dem siebten Trade, jetzt zweimal heute siebter Trade, sind die alle positiv gestimmt. Also, Sehr gut. ich gehe rüber, Genau. muss kurz 11 Uhr, die 11 Uhr Session einmal mal schauen. Bedanke mich, Dustin, bedanke an das gesamte Team, was ja auch im Hintergrund mit dir die Arbeit hier macht. Also Genau. immer wirklich wow, Wissenstransfer 1 plus, würde ich sagen. Sehr gut, sehr gut. Wie gesagt, das ist das Programm der nächsten Woche. Dividendenwachstumsdepot ist natürlich so ein bisschen das Highlight am nächsten Donnerstag. Nichtsdestotrotz Market Roundup, Aktien Roundup, beides kommt noch auch da. Dividenden Monat noch und der geht dann zu Ende am 16.11. Und mit dem Kickoff zum neuen Depot, wo wir die Werte, die wir hier gut finden für unser Dividendenwachstumsdepot, kaufen werden. Und Carlos, ich entlasse dich zu ich laufe schnell rüber, ich ziehe mir Monat mal Depot. rüber. Bis dahin wieder. Tschüss. Tschüss.